Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir uns jedes Mal, wenn ich mich bewege, schubst dieses riesen Mistviech mich weg. In der letzten Folge haben wir mit Zora gegen Xemnas gekämpft und ja, der Kampf war heftig. Aber ich habe so das Gefühl, die nächsten Kämpfe mit Rico, wir spielen übrigens nur noch Rico jetzt, sind ein bisschen einfacher. Ich habe HB Boost, ich habe Abwehrkraft, ich habe wesentlich ein paar mit Dingens, hatte ich gar keine Fähigkeiten mehr. Ich hatte mit Zora überhaupt keine Fähigkeiten aktiviert, also hier diese Dinger, weil ich einfach so random irgendwelche Traumfänger ausgewählt habe und ja, mal da gesehen, wohin das geführt hat. Aber ich habe den Kampf geschafft und wir haben jetzt mit Rico hier das stärkere Schlüsselschwert, also wieder irgendwo zu schaffen sein, oder? Wir gehen jetzt einfach weiter, weil wir müssen das Spiel heute vielleicht zu Ende machen. Könnte vielleicht schon der letzte, also ich habe letztes Mal gesagt letzte Part, aber letzte Story Part jedenfalls. Mal schauen. But I still have my Dream Eater powers, which means he still hasn't woken up. Where are you, Sora? A Dream Eater. Is that where Sora is? How do I get across? Hey, Wimpy, was geht? Diese Musik, ne? Right. I get it. Bin ich der Einzige, der jemanden verprügeln will, wenn man diese Musik hört? Ist mal ganz ehrlich. So, okay. Wir hier durchgehen, kommen wir zum letzten Kampf. Also komm her. Din, 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 din. Gut. Dann rocken wir mal hier alles. Rocken wir mal das Haus. Und das ist der Treffpunkt der Organisation 13. Ach so, den retten wir jetzt. Shinra Tensei. Ich meine, sehr laut. Hands off my new vessel. Vessel? Yes. We originally had our sights set on you, but you developed a certain resistance to darkness. So we did what the Keyblade did and moved down the list. Roxas. Now there was a worthy candidate. But, unfortunately, he became too aware of himself and returned to Sora. Organization 13's true goal is to divide Xehanort's heart among 13 vessels. Thanks to you and Sora, we learned not all our candidates were fit for the task, but we managed to make up the difference. And now, Sora, the 13th vessel, is within our grasp. 13 Xehanorts? What is... The real Organization 13. The Organization? I am Xehanort from the most distant past. My future self gave me a task. To visit the splintered versions of myself in many worlds, and ensure they gathered here today. From the past? There are restrictions to movement through time. First, you must leave your body behind to do it. Then, there must be a version of you waiting at the destination. Upon arrival, you can only move forward as per the laws of time. And you cannot rewrite the events that are destined to happen. What have you done? My most future self will arrive soon. Das ist halt eigentlich vollkommen umsonst, was der hier macht, then wenn er alles vorher bestimmt all ist. Of us will return to normal.
and I will go back to my era to live the life fate has in store. He can vouch for that. Too late. Mickey rettet den Tag schon wieder. Just grab Sora so we can go. I can't stop them for long. Ja, und da wird sehr noch auftauchen. Okay. Dann sollen wir uns beeilen. Mickey! Schwer schön rettet, hey. I said hands off. How can you be moving? Are you? Be gone. Hallo, Mysterious Figure. Deswegen war es wichtig, dass ich erst den besiegen musste, bevor ich dieses Spiel zu Ende spiele. Ein Mysterious Figure, der stärkste optionale Boss in Kingdom Hearts Birth by Sleep, war er. Als er zum ersten Mal durch die Zeit gereist ist. Und ja, warum der Typ jetzt ein Schlüsselschwert hat, ganz einfach. Die Theorie ist, dass Xehanort, den sein Körper gerade in Anspruch nimmt, also der alte Mann Xehanort, der gerade auftauchen will. Deswegen konnte er sich aus den Stoppzauber hier befreien. Also soweit die Theorie. Wieso konnte ich das schon wieder nie einsetzen? Ja, ich bin tot. Aber du hast ja Dingens, ne? Und die Musik habe ich vor kurzem noch gehört, ey. Zum Glück bist du nicht annähernd so stark wie dein Birth by Sleep Counterpart. Mein Feuer da, meine Güte, ich suche das ganze Zeit. Ja, aber nur weil der jetzt nicht so stark ist für Mysterious Figure, ist das nicht, dass der jetzt einfach ist. Gar nicht zu fassen. Mann, wenn man einige Angriffe ausweichen, ich bin doch die ganze Zeit am Blocken. Es kann nur einen Silberhaarigen geben. Wie habe ich das jetzt gesagt? Ich habe gerade gegen Anzug gekämpft, der hat auch Silberhaare. Könnte mal die Dinger hier einsetzen, ne? Schattenspringer, das könnte vielleicht nicht schlecht sein. Ja, so viel dazu. Dann ein bisschen unfair, dass ich meine Zeit anhält. Alter. Boah. Komm gar nicht dazu anzugreifen mit meinen Dingen hier. Hat ein Stundenglas kaputt gegangen. Ja, im Hintergrund ist ein Stundenglas kaputt gegangen. Ich sorge für. Ja, das ist ein Stundenglas kaputt gegangen mit Hund. Nein, mein Drache, mein Dinosaurier hat seinen Kopf verloren. Ey. Das andere ist jetzt auch verschwunden. Was ist das? Sehr gut.
Hat mich schon wieder verlangsamt. Komm her. Oh nein. So, Waldo. Na, okay. Okay. Das wollte ich ehrlich gesagt einmal machen. Weil die Sache ist die, wenn man den besiegt, dann die Zeit anhalten und dann die Zeit zurückspulen zum Anfang des Kampfes. Und ja, guckt euch mal die Stundengläser an, die sind jetzt voll kaputt. Und ich habe so ein Gerücht gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das wahr ist, aber ich habe irgendwie gehört, dass wenn man das sehr oft macht, merkt man irgendwie eine Veränderung an dem. Also man merkt irgendwie, dass der erschöpft wird oder irgendwie so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich glaube nämlich, das ist einfach nur ein Gerücht. Ich habe nämlich davon nichts gefunden im Internet oder so, was irgendwie darauf schließt. Ich habe nur einmal einen Kommentar irgendwie bei YouTube gelesen. Kannst du mal versuchen, so ein paar Mal. Ist hier irgendeine Veränderung gibt hier im Hintergrund oder irgendwie so was? Vielleicht verändert sich ja der Hintergrund oder irgendwie so was. Ich weiß es nicht. Werde ich vielleicht mal irgendwann machen, wenn ich, weiß nicht, Level 100 oder so bin. Wenn ich dann immer wieder besiegen und gucke, ob da irgendwie eine Veränderung kommt. Bisher sehe ich keine Veränderung. Also machen wir ihn fertig. Ich werde das jedenfalls irgendwann später mal machen. Vielleicht werde ich das dann noch hochladen, weil ich habe davon nichts im Internet gesehen. Ich weiß noch nicht mal, ob es wahr ist, aber gucken wir mal. Oh, den habe ich hier ganz zerstört, beinahe. Ich werde jetzt nicht hier irgendwie drauf anlegen, irgendwie noch den Part hier irgendwie die Länge ziehen, unnötig. Oh Gott. Ich wollte schon sagen. So, jetzt muss ich das mal machen. Wenn ich natürlich vermassel, dann habe ich natürlich keine Wahl. Das gibt's jetzt nicht. Boah. Gib mir Kraft, Zora. Ich war gerade schläft und mir keine Kraft geben kann eigentlich, aber was soll's. So. Da gibt's ja eine kleine Veränderung. Da werde ich jetzt von Klonen angegriffen. Diese Klone setzen die Angriffe von Mysterious Figure ein. Also den Boss aus Birth by Sleep. Ja. Versuch mal. Warum kann ich mich nicht verbinden? Leute, macht jetzt nicht so ein Schwachsinn. Ja, die setzen alles Angriffe von Mysterious Figure ein. Geil, oder? Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Ich treffe ihn jedenfalls die ganze Zeit. Ich glaube, man kann irgendwie erkennen. Ich glaube, wenn er auf 12 ist, ne? Dann verwandelt er sich wieder. Bah. Dann dreht er die Zeit wieder zurück. Und dann schaffen wir noch. Obwohl. Komm, mach ihn fertig, sehr gut. Ausgezeichnet. So, das hätten wir erledigt. Überraschend einfach als Semnas. Auch Sora ist sehr viel schwächer ohne Fertigkeiten. Eieiei. Are you okay, Riku? Yeah. Thanks, Mickey. Darum sitzt jemand. Oh, Master Xehanort! Huh? We were right about you!
Da ist der Boss persönlich. All of this was decided. My 12 selves would welcome me here on this day, when I would return a complete person. It is the future which lies beyond my sight. Ja, ja, deswegen hat er auch alles geplant. In ancient times, people believed that light was a gift from an unseen land by the name of Kingdom Hearts. But Kingdom Hearts was safeguarded by its counterpart, the Keyblade. Warriors vied for that precious light, thus beginning the Keyblade War. The violent clash shattered the Keyblade into 20 pieces. 7 of light and 13 of darkness. And the only real Kingdom Hearts was swallowed by the darkness, never to surface again. I once tried to create my own pure light and darkness to forge the Keyblade. In my eagerness, I had lost sight of the correct way to achieve my goal. I acted rashly. I can admit that now. What you did back then, your mistakes, changed the destinies of 3 of my friends. Ah, but destiny is never left to chance. I merely guided them to their proper places. The broken boy who failed to be the blade, the misguided master who sacrificed herself for a friend, and the feckless youth who became my new vessel. Ich ja eigentlich auch hier irgendwo sein müsste. I couldn't find a way to save them. But I wanted to believe that their sacrifice stopped you for good. Why? How was I so blind? I should have seen it as soon as Maleficent started gathering the 7 princesses of heart. Yes. They were all my doing. I used the evil fairy to find 7 pure lights for me. Just as I prepared 13 vessels to fill with pure darkness. But you failed. Sora stopped you in your tracks on both counts. Yes, he did. That dull, ordinary boy. A Keyblade wielder so unlike any I have ever seen. However, I have not abandoned my ambitions. The 7 Guardians of Light and the 13 Seekers of Darkness. 7 Guardians. Ich mag es einfach sehr, noch zuzuhören. For Keyblade wielders, there's me and Riku and Sora, and my 3 missing friends. That's 6. Then the 7th would be. That means the 13 Seekers of Darkness. Yes, little king, perceptive. But Sora and another on your list belong to me now. And that puts you 3 guardians short. But worry not. All of the pieces are destined to appear. Your 7 lights, just like my 13 darknesses, whose final clash will beget the prize I seek. The Keyblade. But first, the 13 darknesses shall be united. All the seats have been filled. And now, the last vessel shall bear my heart like the rest. No! Sora! No! Jetzt brauchen wir nur noch ein Wunder, was uns rettet.
Axel! Axel? Please. The name's Lee. Got it memorized? You're not supposed to be here! Promises to keep. I'll always be there to get my friends back. What? Bad timing? You had your perfect little script, but you kind of forgot to write the sequel. Now, let's find out what happens. What now, you old coot? Our time is up! Aiza! Why are you here, Axel? No, I told you my name's... Whatever. Axel. Fine. Now let's get out of here. Right! Ein Plot Twist nach der anderen. Dann alles noch frei, Deko, aber ich möchte mich ja nicht einmischen. Lange gibt es noch die beiden. I think so. Goofy, Donald, you saved us. We are out of time. Neither the union of light nor dark. Ja, dann hätten auch ruhig was machen können, ne? Aber okay. We must all return whence we came. But the gathering of the seven and 13 is nigh. Let us finish this at the fated place, once your lights and my darknesses have joined together. Also das Spiel war mehr oder weniger nur dafür da, damit wir wissen, was sehr not vor Ort. Mehr oder weniger. Mysterious Tower. Der mystische Turm. Oder mystischer, okay. Nicht mysteriöser, mystisch. Mein Mikro ist schon wieder so leise, was soll das? 13 Darknesses. Master Xehanort has been busy. Aw, Sora. Don't tell me your heart's sleeping too. No, Mickey. This affliction is not the same. Can we do anything for him? No. In your Mark of Mastery exam, you were to unlock 7 sleeping keyholes. By doing so, you would awaken those worlds from their prison of slumber. And also acquire the power to free a heart from its sleep. Riku, you unlocked those keyholes within Sora's dreams. Therefore, it stands to reason that you now have the power to awaken Sora's heart. Müsste er auch die Macht haben, Ventus Herz aufzuwecken, you oder? You want him to dive back into Sora's sleep? But, Master, Sora's heart is down in the darkest abyss. If Riku's not careful, he might just get trapped down there with him. No, I'll go instead. And perhaps you may even succeed, Mickey. But there is no denying Riku stands the better chance, having dived into Sora's heart as long as he has. Mein Gott, Mickeys Gesicht. Hat gesehen. Mickey, I really appreciate it, but I'll go wake Sora up. Riku! Look at his face.
sleeping like nothing's wrong. Like there's nothing to even worry about. He's always been like that. The three of us would agree to work on the raft. And then this guy would go take a nap on the beach. You see, it's my job to keep him on his toes. Besides, what kind of Keyblade Master sleeps through his test? I'm doing it for me too. Sora saved me once. And I heard him call my name. He needs me. There's something real strong that binds us to each other. Even in the darkness, you can reach him. All you gotta do is follow that connection. Gee, we're all connected to Sora. And if the darkness gets you, I promise I'll bail you out. Dark Rescue's my middle name. Guys, thank you. Sora and I will be back soon. Okay, ich habe ein Schlüsselschwert aus dem Traum mitgenommen. Okay. Wollen wir mal und retten unseren verblöden Freund. Berühre 30 Soras. Na, wir tauchen in sein Herz. Nein, schon im Sieg. Einige Flashbacks. Das Kingdom Hearts. Sehr. Als Anti-Sora. Hi. Was machst du denn hier? Dann sehen wir ihr eigenes von Kingdom Hearts 2. Zuerst erstmal weg. Ich will dich nicht berühren. Wir müssen leider noch mal machen, weil wir noch nicht 30 hatten. Ruhe dich, ich erstich dich. Gehen wir aus dem Weg. Mein Kumpel berühren. Ich habe meinen ganzen Weg da. Boah, aus dem Weg. Unterdüsen. Ja, irgendwie mies, wenn die mir wieder Soras abziehen, ey. Wenn ich die berühren würde. Aua. Los, dann los. Rainer. This abyss. Am I in Sora's dream? Ah, wer bist du denn? Warum hast du Ventus Rüstung an? Die Segel im gepanzerten Ventus Albtraum. Sie tun ja irgendwie so, als wüsste man schon, was hier los ist, ne? Ich habe ja nicht alle Birth by Sleep gespielt, ne? Gott.
Also ich kann ja, okay. So, wir haben hier einen schönen Remix von dem Lied, das wir gerade gehört haben. Dive in your heart. Triff in dein Herz. Das ist auch mein erster Kingdom Hearts 1 Teil. Nur halt eine epische Umgebung. Ja, der Typ kämpft wie Ventus. Was für eine Überraschung. Was ist das? Kann ich dich treffen? Ja. Alles weiß, das kann ich trotzdem treffen. Ja, das ist weiß, das wäre nicht riskant. Was macht er schon wieder alles weiß? Wieder alles weiß, ne? Bar, kannst du mal laufen? Warte auch damit. Schon leicht erledigt übrigens. Doof, 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 doof. Oh Mann. Ah, ich hatte dich beinahe. Da kommt ja auch noch. Ich weiß übrigens nicht genau, was man hier machen muss. Ich mache hier einfach nur X. Weil es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ja, an der Stelle tue ich immer nur X-Mashen, weil ich nicht genau weiß, was man da machen muss. Das hat ja funktioniert. Sora! Oh, das sieht schwer, aber geil aus in Schwarz. I'll find you, Sora. Den Internet habe ich auch vollkommen vergessen. Da muss man einige Sachen beachten und ich habe vergessen, was. Nicht gut. Roxas? What is it that you're so afraid of? Huh? Ja, und hier muss man die richtigen Antworten geben. Allerdings weiß ich die nicht. Ah. Losing something that's important. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtigen Antworten sind, aber wenn man die richtigen Antworten gibt, dann tut man noch ein weiteres Ending freischalten. Roxas? No. Wait. What is the one thing you care about more than anything else? Huh? Hm.
My close friends. What is going on? Huh? Sora! Who are you? Riku, what do you wish? More questions. Ich wünsche mir noch mehr Fragen. All right. I wish... to recover something important that I lost. Ja, ich habe voll die falschen Antworten gegeben, aber ich kann das dann alles noch mal machen, mir ein Ending angucken, dann wird es ja irgendwie, weiß ich nicht, ins Theater oder so freigeschaltet werden, da können wir uns das vielleicht noch mal angucken, mal schauen, aber irgendwie hat, wie ich das mache. What's this? You were not the visitor I expected. Diz! I mean, Ansem the Wise. What are you doing here? Perhaps I wanted to atone for events of the past, even if no apology can undo the harm I have wrought. I felt that I ought to leave at least something behind. So I digitized myself and my research and hid them within Sora. So this is data? Yes. A clue, I hope, to finding yourselves or your lost friends in your hour of need. The heart has always been quick to grow. Each exposure to light, to the natural world, to other people, shapes this most malleable part inside of us. Nobodies are not different from us in that manner. Sora was the only one able to return to his human form without destroying his nobody. That is a statement to the love in his heart for other people and the bonds that tie them together. Perhaps he has the power to bring back the hearts and existences of those connected to him, to recreate people we thought were lost to us forever. Our most precious treasures. Even an empty puppet, the trees of the forest, and the petals on the wind. There are hearts around us everywhere we look. And it does not take superhuman powers to see them. Surely we remember, as children, the way our hearts made everything seem so shiny and perfect. Sora has a heart like that, uncorrupted, willing to see the good before the bad. When he sees the heart in something, it then becomes real. When a connection seems broken, he may have the power to mend it. He has touched countless hearts. He has accepted them, and he has saved them. And some of those hearts have never left him, whether they fell into darkness or were trapped there, whether they sleep in the darkness of Sora's heart, or were welcomed into its warmth. They can be saved,
All Sora needs to do is be himself and follow wherever it is that his heart takes him. It is the best and the only way. The rest is in there. All right. Thanks. Thank you. Of course. Now, why is it that you are here? I kinda need to wake Sora up. Don't tell me he's gone to sleep again. Yeah. What'll I do with him? What, indeed? Never fear. Sora is safe. Huh? He's not here. You see, by defeating the nightmare imprisoning Sora, you freed him. You mean the Sora wrapped in that black phantom? Then you came here, and you were questioned by three young people. That was the final key to awaken him. Sora is awake. You can go home now. Really? Thank you. Dann ab nach Hause. Wir haben Leute gerettet und aufgeweckt. Young man. I do not believe you ever told me your name. It's Riku. Warum muss der nicht, weil Riku ist? Sora! Huh? Hey, Donald! Come on, you're hogging it all! Ah, calm down, Sora, and drink plenty! Gosh, it sure is yummy! Hey! Was am I? Riku! You're safe! Riku! Wir haben eine Party gefeiert. Haven't we got this backwards? And why are you having a tea party? You're safe, Riku! Oh, never mind. You okay? Feeling all right? Yeah. I've never been better. I was watching what was going on in my dream. And I could hear your voice the whole time. Thanks, Riku. Thanks, everybody. Oh, yeah! Did we pass the test? You performed truly admirably, both of you. Warum diese Maske? Oder Brille, oder? Oh. More than anything. I am grateful to have you both back from Xehanort's deception unharmed. And I am grateful to Lee, whose spontaneous actions turned the tides. I am also deeply sorry for failing to perceive the danger and throwing you headlong into a perilous test. This experience has revealed many hidden truths, and we must gird ourselves for the great clash with darkness that lies before us. I believe we need a new Keyblade Master, one with a new kind of power. Sora and Riku, you both deserve the honor. However,
One of you braved the realm of sleep again to unlock the final keyhole and save a friend. Riku, I name you our new true Keyblade Master. Way to go, Riku! Yeah? I knew you were gonna pass with flying colors! This is just so awesome! Gee, Sora, you're kinda acting like it's you that passed. I told you Sora still needed some practice. Hey! Really? I'm a Keyblade Master? Congratulations, Riku! Thank you, Mickey. I owe it to my friends. I'll catch up with you in no time flat. What? You want to be a Keyblade Master? Yeah. I mean, I came here to learn how to wield one. You? Hey, thanks for the vote of confidence. You know I was gonna come swooping in, Keyblade in hand. But I just couldn't get mine to materialize. Must be in the snap of the wrist or something. Oh. So, jetzt sit. Ja, wo ist das auf einmal hergekommen, ehrlich? Das wurde noch nicht so gut erklärt bisher. Do you have to go? Well, I did doze off. I just have some stuff to take care of. I want you to be okay. Yeah, I won't be long. Be careful. Very careful. Right. See you soon. Okay. Die Musik fängt schon an. Leider sind ja noch ein paar Cutscenes. Wird wieder ein bisschen gefährlich wegen Copyright und so. Und stumm schalten wegen Copyright und so, ja, kennt man ja schon, wenn man ein anderes Kingdom Hearts Spiel von mir schon gesehen hat. Und ja, Story haben wir damit abgeschlossen. Das Blöde ist, es gibt nicht so viele Sachen, die man außerhalb der Story machen kann in dem Spiel. Das heißt, es wird nicht so viel Dingens hier, damit man halt Post-Game-Content geben und deswegen auch nicht mehr so viele Parts. Also ja, so viel dazu. Was man jetzt noch machen kann, ist die vorherigen Bosse, die Story-Bosse noch mal zu bekämpfen. Allerdings sind die unglaublich schwieriger als vorher und das will ich vielleicht versuchen. Aber dafür muss ich, glaube ich, ein bisschen hochleveln, so bis Level 70 oder irgendwie sowas. Ich habe den nämlich auf der 3DS-Version noch nie geschafft. Dann gibt es da noch einen optionalen Boss, den man noch besiegen kann. Den habe ich auch nie geschafft in der 3DS-Version. Aber darauf wird alles hingearbeitet. Ich muss halt nur ein bisschen Sora und Riku hochtrainieren, aber ja, dann müsste halt schon irgendwann machbar sein. Kann ja nicht einfach Projekt beenden, ohne die optionalen Bosse hier zu besiegen. Und ja. Was soll ich zu diesem Spiel sagen? Mir hat es gefallen. Der ganze, ich sag mal, schon so Fanservice am Ende. Der Kampf gegen Ansem und Xemnas und den jungen Meister Seanord. Oder die Rüstung von Vanitas, Ventus. Da war alles sehr gutes Fan-Content, den man am Ende noch irgendwie machen konnte. Boah, der Satz hat überhaupt keinen Sinn gemacht. War sehr guter Fanservice, den man am Ende noch reingepackt hat. Hätte ich mir ein bisschen mehr von in der Story gewünscht, aber naja. Für mich sind sowieso die ganzen Disney-Welten immer so Filler, bis, weiß ich nicht, bis am Ende die Story wirklich durchdreht und so in den Band zieht. So wie in Birth by Sleep, am Ende der Schlüsselschwert, Riechithof, Kampf gegen Terranord und so, und die optionalen Bosse, No Heart, Mysterious Figure und all sowas.
Und ja, leider in dem Spiel haben wir nur einen optionalen Boss. Finde ich ein bisschen schade. Und ja, sobald das Spiel zu Ende ist, so in, weiß ich nicht, ein paar Wochen, dieser Part müsste am Donnerstag rauskommen oder Freitag, wenn nicht irgendwas wieder dazwischen kommt, weil letzte Woche war auch ein bisschen durcheinander. Und ja, wenn ich es schaffe, habe ich schon in der nächsten Woche, also so 15. April irgendwie sowas, bald alle Dingens, alle Kingdom Hearts Spiele erledigt, bis auf die Hülle, Fragmentary Passage und Backcover, ne? Ich muss immer noch herausfinden, welches ich davon als erstes spielen muss. Also die Reihenfolge, die ich spielen muss. Ich erst Backcover mir angucke und das hochlade, was ein bisschen langweilig wahrscheinlich ist. Weil das ist dann eigentlich nur ich, wie ich einen Film gucke. Und ja. Dann haben wir noch Fragmentary Passage, welches die Story von Kingdom Hearts Birth by Sleep ein bisschen fortsetzt. Und ja, dann werde ich, ich sag voll oft ja, ich weiß. Und dann werde ich, ja, nachdem ich Backcover angeguckt habe, werde ich mir Fragmentary Passage reinziehen. Was dann wieder spielbar ist. Und dann war es das erstmal mit Kingdom Hearts, bis Kingdom Hearts 3 rauskommt. Ne? Okay. Fantasia war nur Mickey Mouse. Stimmt. Und es wurde gerade schon der optionale Boss voll gespoilert. Man hat schon den Namen von ihm gesehen. Aber naja. Was noch? Ich kann auch sagen, was ich bei dem Spiel denke. Ich finde es ein bisschen random, dass auf einmal die World Ends With You Charaktere hier auftauchen, anstatt Square Enix Charaktere, Final Fantasy Charaktere. Weiß ich nicht, da war irgendwie ein bisschen random. Und eigentlich nur da, um irgendwie Travers zu füllen. Bisschen, weiß ich nicht. War nicht nötig so. Aber jetzt kommen wieder Final Fantasy Charaktere in Kingdom Hearts 3. So, kann es jetzt sein, dass hier wieder was kommt? So, ich muss hier ein paar Buchstaben sammeln, genau. So. Wie muss ich sammeln? Ich glaube, so tut man auch irgendwie das Ending irgendwie freischalten. Und ich habe die Musik noch aus, weil wegen Copyright und so. Aber der hat hier sowieso nichts. Außer so bling bling bling. Ich weiß nicht mehr, was die Buchstaben mir sagen am Ende, aber ich muss sie einsammeln für irgendwas. So. Also habe ich doch die richtigen Antworten gegeben, oder was? Secret Secret irgendwas unlocked. Movie, tu das nicht aussprechen, das sehe ich schon. Dafür keinen verpassen, ne? Jetzt hört man gerade die Musik von, die Kampfmusik von den Musketieren Land. Secret Message unlocked. Okay.
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen geheimen Film freigeschaltet habe. Den werde ich wahrscheinlich irgendwann dann reinpacken, so wenn ich den freigeschaltet habe. Man wird den wahrscheinlich so im Theatermodus, den man freischaltet, angucken können. Und dann gucken wir uns den dann irgendwann an. Vielleicht. Musik in dem Spiel, die war, glaube ich, eines der besten Sachen. Das Kampfsystem war natürlich wieder so am Birth by Sleep angelegt. Nur ein bisschen weniger auf Kämpfe ausgelegt, habe ich so das Gefühl. Secret Message unlocked. ESH Dis. Man sieht jetzt aus wie ein Ank. Dis. Das müssen wir auf Deutsch irgendwie übersetzen. This 1, this 1, this EA, oder warten L. Okay, this lead. Also das führt. This leads. Wo würden die Animationen denn aussehen, wenn die Buchstaben nicht da wären? Stehe nicht. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn das hier alles stumm ist. This leads T to also das führt zu wahrscheinlich ja, durch den Ansatz verpassen, wisst ihr das? Er ist ein richtiger Junge. This leads to, also das führt zu, oder das leitet ein zu K. Ja, jetzt dürft ihr mal raten, was jetzt buchstabiert wird. Ja, Kingdom Hearts, ein bisschen offensichtlich, ne? Wo kommst du denn her? Ja, this leads to Kingdom Hearts. Ja, was kann das wohl bedeuten? Frisur von Mini. Oh, Carlo. Und noch mal Carlo. Oh, die Boss. Die Bossbesen schon wieder.
Ja, irgendwie so, weiß ich nicht, so Security-Animation. Teufel, Chernabog. Best Character. Bin ich ein bisschen schade, wenn ich gegen den kämpfen konnten. Ansem und sein Stand. Ja, die bisher bekannten Mitglieder der wahren Organisation 13. Also die Nachricht war, this leads to Kingdom Hearts. Ich habe jetzt eine 3 nicht gesehen. Ich habe 2x3 Charaktere gesehen. Also vielleicht. Also die Nachricht war, bedeutet sozusagen, ja, dieses Spiel ist sozusagen geheime Nachricht. Ah. Da kann man uns ja noch mal angucken, wo ich irgendwas Falsches sage. Good. I was hoping this world was still here. But where are they? Was sucht Sora denn? Oh, there. Schön. Und da haben wir Schloss des Entfaltens. Und ein Lied, das wir nur zu gut kennen. Ja. Links. Geister. Hey, das ist mein Lieblingsgeist oder was? Bester Geisterfreund. Gut. Warte mal hier speichern. Abgrund der Albträume. Na, Veteranenmodus. In New Game Plus haben wir mehr oder weniger freigeschaltet. Da kann ich die Berichte auch im Hauptmenü irgendwie so aufrufen. Das wäre natürlich ein bisschen toll. Wo ist der Theatermodus? Können wir mal hier laden. Heute nicht lange, im Gegensatz zu Birth by Sleep. Weil das hier auf der PS4 ist. Okay, dann gucken wir mal. Was ist eigentlich das geheime Video freischalten? Besuche Andenken, Kino, um es dir anzuziehen. Ah, okay. Erstmal hier mal alles. Okay, buff. Buff, okay. Also, hier mal alles. Geheime Nachricht. Die Vergangenheit wird wieder erweckt werden.
als eine neue Zahl mit nie dagewesenen Details. Macht dich bereit für das Erwachen der nächsten Zahl. Nummer 3. Man kann ja nur spekulieren. Sehr laut. Er ist durch die Zeit gereist, um so in einen grausamen Schicksal zu führen. So, wollte schon sagen. Meister Seanort, Anselm der Weise. Hier haben wir alle Charaktere. Aqua, Shion, Ventus, Terra, der Albtraum von Ventus, Namine, Magialis. Durch den Profimus abgeschlossen hast, dass du die Geschichte abgeschlossen hast. Dann gucken wir uns noch das Geheimvideo an. Ein weiterer Wächter des Lichts. Oh. Was das so bedeuten? Dunkelheit erwacht. This world is just too small. Ja. Der junge Seanort ist jetzt wieder zurückgekehrt. Das Licht in der Dunkelheit. Und wartet jetzt sozusagen, bis sein Schicksal sich erfüllt. Ja, und das machen wir als nächstes. Aqua ist immer noch im Reich der Dunkelheit. Führt zum letzten Schlüssel. Sora's late. Do you think he's okay? Gorsh, Lee sure hurried back to Radiant Garden, and now Master Yen Sid's sending Riku away too on some mystery errand. You think we'll ever get to do something important? Kingdom Hearts 3. Oh, welcome back, Riku. Hey, wait. Oh. The Keyblade Wars of yore plunged the true Kingdom Hearts into darkness, and the Keyblade was shattered. But the light still shining in the hearts of children rebuilt the world that we know today. Geschichte haben wir auch schon mal gehört. The broken Keyblade was then divided into seven to protect the number of pure hearts in the world. Seven pure lights. They're the princesses of heart. Indeed. Those seven pure hearts form the very source of all light in the world. If they are lost, the world will again give way to shadow. Thus, even if we deliberately avoid finding our seven lights to avert another Keyblade war, Xehanort will still target the seven princesses in order to forge the Keyblade. So, there's gonna be a clash between seven lights and 13 darknesses? And there's nothing we can do to avoid triggering the Keyblade War? To protect the seven pure hearts, we will need seven lights strong enough to stand against the 13 darknesses. So we're missing one Guardian of Light. Riku! You're back! That's right. Master Yen Sid. I brought you the guest you asked for, but you never said why. Huh? Wow! I have come to learn that you too can wield a Keyblade. I am glad you are here. Reconnect Kingdom Hearts. Ja.
Kairi ist auch einer der sieben Lichter anscheinend. Wir haben zwar nie gesehen, dass sie irgendwie gut kämpft mit dem Teil. Wir haben ein paar normale Erzhose damit kaputt gehauen, aber ja. Aber was das alles noch zu bedeuten hat, werden wir noch erst sehr viel später herausfinden, wenn Kingdom Hearts 3 rauskommt. Außer Fragmentary Passage und Backcover tun irgendwie noch irgendwas davon covern. Weiß ja nicht. Jedenfalls werde ich hier ein paar beenden und wahrscheinlich ein bisschen Power Level in betreiben, bis weiß ich nicht, Level 70, irgendwie so weit, ich weiß nicht. Ich werde mal in ein, zwei optionalen Bossen hier reingehen und gucken, wie sehr ich auf die Fresse kriege, und dann tue ich so abschätzen, welches Level ich sein muss. Jedenfalls würde ich dann sagen, mit der Story sind wir fertig und wir schauen dann mal, wie es weitergeht im nächsten Part. Bis dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.